Ja, wir haben wieder 7 Uhr. Ich freue mich sehr, dass unser Webinar heute startet. Herzlich willkommen. Wünsche ich allen zu unserer Auflage Webinar Training für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Und ich schaue einfach mal ganz kurz in die Box und wie ist denn die Tonqualität? Vielleicht könnt ihr einfach kurz mal ein Feedback abgeben. Gucke ich gerade mal rüber. Ich sehe jetzt nicht wirklich viel. Ah, da kommt was. Ja, okay. Also scheint gut zu sein. Mache ich gleich mal weiter. Ja, mein Name ist Markus Landau. Bin hier bei der DZ Bank Derivate-Experte und führe durch das Webinar, übernehme die Moderation. Und heute bei uns zu Gast ist die Trading-Gruppe 2.0. Ich begrüße euch ganz herzlich und winke gleich mal in die Kamera. Hallo zusammen. Hi Markus und hallo in die Runde. Ja, wir haben ja bewegende Zeiten. Stündlich gibt es neue News, und das muss man halt immer wieder erwähnen. Natürlich, ich glaube, Woche 3 oder Woche 4, Ukraine-Konflikt. Und es ist wirklich so, dass die Aktienmärkte, zumindest, also wenn ich heute auf die Kurse geschaut habe, sich teilweise an die Situation zu gewöhnen scheinen. Das ist schon ein bisschen zynisch, aber es ist wohl so, wenn man heute sieht, der DAX hat knapp über 2% geschlossen, kann natürlich morgen und wird morgen dann auch ganz anders sein. Aber irgendwie ist doch alles sehr, sehr verrückt. Und ja, was derzeit an den Aktienmärkten und Rohstoffmärkten, an allen Märkten los ist, ist natürlich wirklich absoluter Wahnsinn. Und ich frage euch mal ganz offen, frei heraus, wenn ihr euch für Trades positioniert, wie agiert ihr da aktuell? Was schaut ihr euch hauptsächlich an? Habt ihr da eine ganz lange Analyse? Ich meine, ihr habt eh eure Tools, die ihr euch anschaut, oder haltet ihr teilweise eher so mal ja die Munition trocken? Wie geht ihr da aktuell so ein bisschen vor? Vielleicht könnt ihr da mal zwei Sätze dazu sagen. Also mache ich vielleicht den Anfang, Stefan, bevor du dann sagen kannst, wie du momentan vorgehst. Also mir ist es sehr kurzfristiges Trading. Ich denke, man muss jetzt das so ein bisschen zweiteilen. Auf der anderen Seite kann es natürlich interessant sein, jetzt auch Investmentmöglichkeiten wahrzunehmen. Also wenn man jetzt Aktien langfristig kaufen möchte, sind das durchaus natürlich teilweise auch interessante Kaufchancen, die es gibt, weil die Aktien ja teilweise sehr stark zurückgekommen sind. Aber gerade so im Trading-Bereich bin ich eher dann sehr, sehr kurzfristig unterwegs. Das heißt, einige Minuten, manchmal nur einige Stunden. Die Märkte, du hast ja eben schon gesagt, die schwanken sehr, sehr stark. Von daher macht das meiner Meinung nach Sinn, auch die Position dann schnell zu schließen wieder. Und das ist das Allerwichtigste, was ich immer wieder sage, auch die Positionsgrößen jetzt natürlich klein halten, nicht zu hohe Risiken eingehen, weil gerade dann kann es eben vorkommen, wenn man auf der falschen Seite unterwegs ist, dass eben der Markt genau in die andere Seite ausbricht. Und wir hatten das letzte Woche gesehen, wo dieser, ich glaube, 500-Punkte-Anstieg innerhalb von 2 Minuten stattgefunden hat. Also ich war live dabei, war in dem Augenblick zufällig auch long gewesen, aber man muss sich immer vorstellen, was passiert, wenn man genau dann in der Situation short ist. Und das kann dann richtig ins Geld gehen. Von daher heißt das Positionsgrößen runter, wenn man jetzt im Moment traden möchte. Ansonsten kann man nur den Rat geben, vielleicht einfach an der Seitenlinie zu bleiben und abzuwarten, bis sich die Situation etwas beruhigt hat. Und Stefan, du kannst ja auch mal kurz sagen, wie es bei dir aussieht. Genau, es ist ähnlich. Wir haben ja momentan innerhalb des Stundenbereichs Schwankungen, die hatten wir sonst die Woche über nicht. Und entsprechend verkürzt sich da der Trading-Zeitraum. Auf der anderen Seite kommt es immer auf die Ausrichtung an. Wenn man eher langfristig auf Vermögensaufbau orientiert ist, dann ein bisschen Pulver trocken halten. Und also noch ist es zu früh, in die Kursschwäche reinzukaufen, weil der Markt ist sehr stark ja vom Geschehen in der Ukraine abhängig. Und wenn es dann eine Entspannung sich abzeichnen könnte, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, dann geht es nach oben, so wie wir jetzt eben die Gespräche heute wieder hatten zwischen Russland und der Ukraine. Wenn sich das allerdings dann wieder auflöst und da kein Ergebnis rauskommt, dann rauscht es natürlich entsprechend wieder nach unten. Und eine richtige Trendwende ist wirklich erst zu erwarten, wenn da eben eine Lösung gefunden wird. Und bis dahin gehe ich davon aus, dass es weiter nach unten geht und bis dahin eben ein bisschen das Pulver trocken halten und dann können wir eben zu günstigen Kursen dann in den kommenden Monaten hoffentlich wieder einsteigen. Ja, prima. Also das ist ja genau das, was momentan so schwierig ist. Hohe Volatilität an allen Märkten, in allen Assetklassen und vor allem eine Stunde später, wenn eine News kommt, sieht es schon wieder ganz anders aus. Also die Newslage verändert sich wirklich stündlich und über Nacht, wenn man das bei uns so sich anschaut, gibt es auch wieder ein neues Szenario, was da zuerst mal für den Tag vorgegeben ist. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, was heute bei uns auf der Agenda steht. Wir haben zum einen eine Ankündigung eines Spezialwebinars nächste Woche, dazu aber gleich noch eine Folie.
Dann geht es wieder zum Rückblick, den der Ingmar, glaube ich, wieder machen wird. Das letzte Webinar war am 21. Februar. Und da werdet ihr mal euch anschauen oder zeigen, wie die Strategien, die Trades gelaufen sind, ob sie umgesetzt wurden, was daraus geworden ist. Kann ja in die eine oder andere Richtung relativ brutal ausgeschlagen haben. Dann haben wir den Tagespunkt 2. Das ist eigentlich so die Überschrift unseres heutigen Webinars. Ist die Ölpreisrallye bereits am Ende? Und wir wissen alle, was der Ölpreis, die hohen Energiekosten für Implikationen haben auf die Inflation etc. pp. Und da bin ich sehr gespannt, was ihr da heute mitgebracht habt an Informationen, an ja, wichtigen Themen. Ansonsten haben wir natürlich hier auch aktuelle Anlage- und Trading-Ideen. Und da muss man natürlich auch schauen, was passt aktuell in den Moment rein, was für Produkte sollte man, könnte man nehmen. Und es ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll, momentan hier im Markt zu agieren. Wir hatten es eben auch gehört. Ansonsten haben wir natürlich auch wieder den Stefan am Ende mit Aktienwunschanalysen. Deswegen gerne ein paar Basiswerteaktien in die Fragebox rein posten, gleich zu Anfang. Da kann er sich ein bisschen vorbereiten, schon mal die entsprechenden Sheets aufmachen. Dann haben wir natürlich Fragerunde, aber wir versuchen das ja eigentlich immer so zu handhaben, dass wir während des Webinars die Fragen beantworten, anschauen und die eine oder andere dann rausgreifen. Ja, rechtliche Hinweise. Deswegen, ich würde sagen, jetzt können wir kurz die Kamera oder die Kamera länger erstmal ausschalten. Jetzt habe ich noch zwei Folien und dann übergebe ich an dich, Ingmar, und wir hören und sehen uns dann später wieder. Deswegen schalte ich auch die Kamera kurz mal aus. Ja, rechtliche Hinweise. Beim Webinar handelt es sich um eine Werbung und ist ausschließlich für Interessenten geeignet, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten, Anlagezertifikaten. Und alles, was wir hier besprechen im Hinblick auf Produkthinweise, sind nur zu Demonstrationszwecken zu sehen, ersetzen keinerlei Empfehlung und auch keine Beratung sind eben als nicht als Empfehlung zu verstehen. Ja, Risiken kennt ihr alle. Ihr kennt die Produkte, Hebelprodukte, brauche ich, glaube ich, nicht näher darauf eingehen. Ihr seht hier orange hinterlegt die entsprechenden Risiken. Deswegen springe ich gleich eine Folie weiter. Moment. Jetzt kommt die Ankündigung zum Webinar nächste Woche. Da haben wir das Thema 5% Inflation einfach mal so überschrieben und kein Ende in Sicht. Wo geht es da noch hin? Montag, 21. März, nächste Woche, 19 Uhr, mit unserem Referenten Daniel Saurens und Stefan Risse, Gastreferent hier von Akatis Investment. Wenn ihr Lust habt, Interesse habt, bitte auch wieder einschalten. Nächsten Montag, gewohnt um 19 Uhr. So. Und da sind wir noch nicht. Und deswegen übergebe ich jetzt an dich, Ingmar, und bin gespannt und freue mich auf ein spannendes Webinar. Viel Spaß. Super, danke dir, Markus. Und vielleicht an dich kurz mal die Frage, ob du mich gut hören kannst, weil ich hatte eben gesehen, da hatten noch zwei Jetzt besser. Teilnehmer geschrieben, Teilnehmerinnen. Genau, das war dummerweise, waren meine AirPods auf einmal angesprungen. Also ich hatte dann auch über die AirPods gesprochen. Normalerweise habe ich ein Ansteckmikro. Ich habe es aber jetzt gerade noch schnell umgeändert und jetzt sollte hoffentlich alles gut Deutlich funktionieren. besser. Ich habe es auch gesehen in der Fragebox und vielleicht können die beiden Damen noch mal kurz reinschreiben, ob es jetzt besser ist. Also für mich ist es auf jeden Fall besser und du Okay, kannst loslegen. super. Ja, Alles viel klar, das besser. schreiben Sie auch gerade Alles schon. gut. Vielen Dank für das Feedback. Dann gut, dass jetzt geklappt hat. Also, Markus hat es eben schon gesagt, bevor wir starten mit neuen Analysen, wollen wir natürlich mal einen kurzen Rückblick natürlich auf das letzte Webinar wieder werfen und werden gleichzeitig auch so ein Update geben, weil wir unter anderem über den Goldpreis gesprochen haben und auch über den DAX. Und ich werde zwischendurch dann zum Stefan übergeben, dass er dann eben eine aktuelle charttechnische Situation hier für den Goldpreis beleuchten kann. Später reden wir dann natürlich auch über den DAX. Und ich werde zwei Strategien vorstellen, beziehungsweise eine machen Stefan und ich zusammen. Das ist auf Natural Gas, auf Erdgas. Dort ergibt sich momentan eventuell eine interessante Möglichkeit und später reden wir noch über Kakao. Und auf der anderen Seite wird der Stefan dann eben noch über Silber sprechen und über verschiedene andere Märkte. Wir versuchen heute nicht nur zwei Analysen zu tätigen, wie wir es sonst machen, sondern einen etwas übergeordneten Blick zu geben auf verschiedene Märkte, weil Markus hat es ja eben auch schon angedeutet, wir sind eben in einem sehr volatilen Umfeld und da ist es ohnehin schwer, Strategien zu finden, die aktuell Sinn machen in Swing Trading, auf Swing Trading Basis, weil wir sind eben nur alle 4, 5 Wochen hier bei der Webinarreihe dabei und wenn wir jetzt Trades vorstellen, dann können die ja morgen schon wieder hinfällig sein. Von daher werden wir das etwas breiter fassen heute.
Also, wir hatten zwei Strategien am 21.02. vorgestellt. Das war zum einen ein Long auf Gold. Dort hatte ich eben aufgezeigt, dass die Vorfilter weiterhin die Long-Seite favorisieren lassen. Und laut Stefan sollten wir einsteigen mit einem Limit bei 1880, mit den Zielen bei 1910, 1960, 2000 und 2070 US-Dollar und einem Stop bei 1770. Gerade eben stand der Goldkurs bei 1956. Und jetzt können wir anschauen, wie das Ganze funktioniert hat oder ob es funktioniert hat. Ja, es hat funktioniert. Wir sehen hier weiß eingekreist den Tag des Webinars, den 21.02. Hier unten das Limit. Und das wurde wirklich fast punktgenau getroffen, das Limit. Wir sind in diesen Long eingestiegen. Dann kurze Zeit später wurde das erste Kursziel abgearbeitet, das zweite, das dritte und auch das vierte wurde auch abgearbeitet. Aber auch da war es mehr oder weniger eine Punktlandung. Der Goldpreis ist nur ganz leicht über dieses letzte Ziel angestiegen. Von daher, sie haben ja alle Verkäufe wunderbar stattgefunden. Unten auch mit dem Limit hat es diesmal perfekt funktioniert. Wir zeigen ja auch immer wieder auf, wo Dinge nicht funktionieren. Aber bei dieser Strategie war es mal ja, geradezu bilderbuchmäßig, kann man ja gar nicht anders sagen. Wir sind genau am Tief mit dem Limit eingestiegen und genau am Hoch in der letzten Position beim Verkaufslimit dann auch rausgekommen. Also das lief jetzt wirklich einwandfrei. Die Position ist damit glattgestellt, aber Stefan, ich habe das eben schon angekündigt, vielleicht kannst du gerade zwischendurch mal eben übernehmen und eine aktuelle Einschätzung für den Goldpreis hier aufzeigen, denn das ist natürlich ein Markt, der momentan aller Munde ist. Genau, ich probiere es zumindest und du hast es schon erwähnt, die Kursziele haben wir schon abgearbeitet. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass der Trade damit ja schon zu Ende sein muss. Wir haben das Problem oder das Interessante daran am Goldpreis ist, dass er seine Funktion als sicherer Hafen wieder wahrnimmt aktuell. Man sieht die Nachfrage in Zeiten von Unsicherheit. Das ist ein ganz klassisches Phänomen, auch beim US-Dollar. Der wird da auch immer nachgefragt und entsprechend, solange die Unsicherheit eben in Bezug auf den Krieg in der Ukraine vorhanden ist. Insofern sollte der Goldpreis davon auch profitieren. Und ich gehe davon aus, dass wir da in Kürze dann auch ein neues Allzeithoch sehen werden. Von der saisonalen Seite her haben wir so eine durchwachsene Tendenz bis Mitte März. Und ab Mitte März geht es dann wieder nach oben bis Ende Mai. Und genau diese Bewegung könnten wir auch in dem Jahr wieder sehen, dass es da eben weiter nach oben geht, wenn wir die 2070 überwinden, dann geht es eben auf historisches Neuland nach oben und dann orientieren wir uns an runden Marken. Da sind wir dann beim nächsten Ziel dann bei der 2100, 2200 und so weiter. Und wie gesagt, solange eben die Unsicherheit da ist, solange wird auch Gold gefragt. Ich hatte jetzt am Wochenende mit einem Bekannten in St. Petersburg telefoniert, der hatte mir gesagt, Sie können auf der Bank nur noch maximal 10.000 Dollar abheben. Euro möchte scheinbar keiner haben momentan. Der Rest in Rubel. Und was allerdings noch gehen würde, ist, dass man eben das Geld in Gold tauscht in Russland. Das heißt, ich kann mir da vorstellen, dass auch da eine weitere Nachfrage kommen wird oder wenn sie nicht schon da ist, nach Gold, um da eben den Werterhalt zu sichern. Das ist ein kleines Phänomen momentan, was so eine Randerscheinung ist eben, was allerdings auch den Anstieg in Gold weiter begünstigen sollte. Also wie gesagt, die Richtung zeigt weiter nach oben. Kann sein, dass wir jetzt am bisherigen Allzeithoch bei 2070 noch eine kleine Konsolidierung sehen werden. Allerdings gehe ich davon aus, dass wir dann bis Ende März, Anfang April dann schon wieder weiter durchstarten und dann eben auf historisch neues Kursneuland nach oben ansteigen werden. Soweit zum Gold von mir. Super, danke Stefan. Und dann können wir auch zu der zweiten Strategie kommen. Das war eine Short-Strategie auf den DAX. Hier hatten wir eben aufgezeigt, aufgrund verschiedener Vorfilter, dass die Short-Seite zu favorisieren ist. Wir werden gleich nochmal einen Blick zusammen darauf werfen. Und Stefan, der ja immer die charttechnische Brille auf hat, der hat gesagt, wir wollen hier einsteigen mit einem Limit bei 14.750, mit den Zielen bei 14.100. 13.700, 13.300 und den Stop bei 15.300 Punkten. Aktueller Kurs von vorhin 13.970. Und jetzt wollen wir uns auch hier anschauen, wie das Ganze funktioniert hat oder eben auch nicht. Und auch hier hat es sehr gut funktioniert. Wir haben hier wieder weiß eingekreist den Tag des Webinars. Ein oder zwei Tage später hat dann eben das Limit gegriffen, welches wir angegeben haben. Und direkt danach ist der DAX wieder unter Druck gekommen und das erste, das zweite
Und das dritte Kursziel, welches wir genannt hatten, wurden auch hier abgearbeitet. Also in diesem Falle hat es wirklich mal sehr, sehr gut funktioniert mit den beiden Strategien, die wir aufgezeigt haben. Aber wir wollen jetzt natürlich wieder loslegen und uns angucken, wie es an den Märkten weitergehen könnte. Ich hatte es eben schon gesagt, wir wollen anfangen mit dem DAX beziehungsweise mit den Aktienindizes allgemein. Wir schauen hier zunächst mal wieder auf den Dow Jones, auf den Dekadenzyklus. Wie ist das Ganze hier aufgesplittet? Wir haben hier also einen Zyklus, eine Zyklik angegeben, ein 10-Jahres-Zyklus und je nachdem mit welcher Ziffer das Jahr endet, wird das Ganze hier eben aufgezeigt. Hier unten sieht man da, das Jahr endet mit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das ist ein 10-Jahres-Dekadenzyklus von 1897 bis 2020. Wir sind dieses Jahr in einem Zweierjahr, weil das Jahr 2022 mit einer 2 endet. Und das hatten wir damals schon mal hier aufgezeigt. Also, was ist in diesen 2 Jahren tendenziell zu erwarten? Es ist tendenziell zu erwarten, dass ab Ende des ersten Quartals, Anfang des zweiten Quartals nochmal eine deutlichere Abschwächung hier stattfinden könnte. Also, man muss weiterhin im Kopf haben, ab Ende März, Anfang April könnte es aufgrund dieser Zyklik schon mal eine weitere Korrekturmöglichkeit auf jeden Fall geben. Wenn man dann noch auf den 4-Jahres-Wahlzyklus schaut, wir sind dieses Jahr in Zwischenwahljahren in den USA, da sehen wir für den Dow Jones ein ähnliches Bild. Auch hier soll es von Mitte April bis Ende September auch wieder eine Korrektur geben. Ja, kann man hier wunderbar erkennen. Momentan ist natürlich alles newsgetrieben, und es geht nur um den Krieg Russland-Ukraine. Aber das kann sich natürlich auch jederzeit wieder ändern, wenn sich die Situation etwas entspannt und dann wird der Fokus vom Markt eventuell wieder auch auf anderen Themen liegen. Das muss immer klar sein. Aber wir versuchen ja möglichst objektiv hier auch an die Sache heranzutreten, also uns verschiedene Vorfilter anzugucken und zu überlegen, für welche Richtung sollen wir uns positionieren. Wenn wir uns jetzt diese Zwischenwahljahre anschauen, dann muss man natürlich ganz klar festhalten, dass hier ab Mitte April bis Ende September nochmal mit einer Korrektur zu rechnen ist. Schauen wir uns das Ganze auch für den DAX an, also die US-Zwischenwahljahre auf den DAX umgemünzt. Da sehen wir ein ähnliches Bild. Also ab Ende September, Anfang bis Mitte April soll auch hier eine Topbildung stattfinden und dann soll eine deutliche Korrektur bis Ende September, Anfang Oktober stattfinden. Was bedeutet das jetzt im täglichen Trading? Das bedeutet für mich, wenn ich Swing Trades eingehen möchte, also Trades, die jetzt nicht intraday unbedingt gehandelt werden, wo ich dann Day Trades platziere, sondern wenn es um Trades geht, die mal einige Tage oder Wochen sich im Portfolio eventuell befinden sollen, zum Beispiel auch wenn ich Discount Puts einsetze oder Discount Calls, dann würde ich weiterhin ganz klar die Short-Seite favorisieren, denn wir haben weiterhin eine extreme Unsicherheit in den Märkten, plus wir haben jetzt noch diesen Dekadenzyklus, plus wir haben den 4-Jahres-Wahlzyklus und alles spricht jetzt momentan dafür, dass der Markt nochmal in eine Korrektur übergehen könnte, also in eine weitere Korrektur. Und dementsprechend heißt es für mich, wenn der Markt ansteigt, eher wieder mittelfristig Short-Einstiege zu suchen. Es muss natürlich auch klar sein, das Sentiment war jetzt zuletzt sehr, sehr negativ. Viele Marktteilnehmer sind jetzt sehr pessimistisch, dass der Markt weiter einbrechen wird, also kurzfristig einbrechen wird. Das könnte natürlich dazu führen, dass zumindest mal kurzfristig der Markt auch mal wieder etwas sich erholt. Und dann wäre es durchaus wieder interessant, die Short-Seite meiner Meinung nach zu handeln. Wie gesagt, es muss ja nicht immer mit Mini-Futures sein, also mit Knockout-Produkten, sondern vielleicht kann es dann auch sinnvoll sein, eben entsprechend Discount-Put-Positionen einzugehen, weil sollte der Markt sich etwas beruhigen, dann kann man schon alleine von der zurückgehenden Volatilität, wovon man dann eben ausgehen kann, wenn der Markt sich beruhigt, dann eben auch schon eventuell profitieren. Ja, Stefan, da würde ich auch schon sagen, du kannst das Wort übernehmen und mal sagen, wie du die Aktienindizes einschätzt, speziell natürlich den DAX. Genau, und mit dem fange ich auch an, wie immer die vier verschiedenen Zeitebenen mit dem Programm Trading View, das ich seit dem Jahreswechsel verwende. Da kam auch eine Frage dazu rein. Von den Charts selbst, ich habe oben links die Stundenebene, oben rechts die Tagesebene, unten links die Wochenebene und unten rechts die Monatsebene. Insofern habe ich vier verschiedene Zeitebenen und die Indikatoren sind auch auf die jeweilige Zeitebene berechnet. Soweit zum Hintergrund. Von der Bewegung her, wir haben das Problem, dass eben der Markt momentan sehr politisch ist, ist sehr stark abhängig von den Einflüssen von dem Krieg in der Ukraine, beziehungsweise auch von den Sanktionen, die erlassen worden sind und die so langsam
greifen und das Ganze belastet natürlich. Wir haben auf der einen Seite, ja, habe ich vorhin schon erwähnt, wenn es Gespräche gibt über eine mögliche friedliche Lösung, dann reagiert der Markt entsprechend positiv. Da geht es dann sehr steil nach oben. Da hatten wir am letzten Mittwoch den siebtgrößten Gewinn in der Geschichte des DAX, als wir da um 1000 Punkte an einem Tag nach oben gestiegen sind. Das verdeutlicht so ein bisschen auch, wie groß die Schwankungsbreite momentan ist. Auf der anderen Seite haben wir eben das Problem, wenn die Gespräche dann, die mit viel Hoffnung erwartet werden, dann wieder ohne Ergebnis abgebrochen werden, dann reagiert der Markt auch entsprechend negativ und dann geht es eben auch wieder nach unten. Und um das etwas besser einschätzen zu können, ist es natürlich wichtig, momentan verschiedene, ja, Möglichkeiten zu betrachten, wie eben ein Ergebnis sein könnte. Wir hatten jetzt Ende der vergangenen Woche ein Telefonat mit dem Bundeskanzler Scholz und dem französischen Präsident Macron mit dem russischen Präsidenten Putin. Und da kam eben heraus, dass da noch keinerlei Einsicht vorhanden ist, bei Putin den Krieg beenden zu wollen. Insofern gehe ich auch davon aus, dass die Gespräche, die wir jetzt heute hatten und die morgen fortgesetzt werden, nicht wirklich ein durchschlagendes Ergebnis mit sich bringen. Ich gehe davon aus, dass diese Auseinandersetzung noch weiter anhalten wird und entsprechend den Markt weiter belasten wird. Wir haben das, da kann ich nachher vielleicht noch mal kurz bei den Einzelwerten drauf eingehen. Wir haben zahlreiche Titel oder Unternehmen, die haben sich aus Russland zurückgezogen im Laufe der letzten Woche und die werden momentan auch an der Börse sehr stark abgestraft dafür. Ist leider so. Da ist ja der Markt eiskalt, was das angeht. Und wie gesagt, da ist eine Cola oder eine McDonald's, wo da dann doch etwas unter die Räder gekommen sind. Und die können wir nachher dann nochmal anschauen im Einzelnen vom DAX selbst. Ich habe es ja schon erwähnt, wir haben die Tendenz nach unten. Es gibt technische Gegenreaktionen nach oben. Viel mehr dürfte es allerdings auch nicht sein. Bedeutet, dass viele dann in diese Gegenreaktion nach oben den Markt wieder shorten, wieder auf fallende Kurse setzen und dann eben den Markt noch weiter nach unten drücken. Eine wirkliche Trendwende oder ein Ende des Abwärtstrends, des Einbruchs wäre frühestens zu erwarten, wenn da wirklich eine belastbare, sichtbare, diplomatische Lösung gefunden wird, um eben den Krieg zu beenden. Und erst dann rechne ich damit, dass wirklich der Markt in seiner vollen Breite dann auch wieder nach oben zeigt. Bis dahin geht es nach unten und bis dahin werden wir wahrscheinlich auch noch tiefere Tiefpunkte sehen. In diesem Jahr betrachtet man es etwas positiver, etwas optimistischer, dann ergeben sich mit dem Rücksetzer natürlich auch wieder aus fundamentaler Sicht günstige Einstiegsniveaus, das, was ich vorhin schon erwähnt habe, Pulver ein bisschen trocken halten, dann kann man im Laufe des Jahres vielleicht in die Bewegungen sukzessive mal einsteigen. Also nicht warten darauf, dass man das absolute Tief trifft, das schafft eh keiner, sondern dass man einfach versucht, dann in den kommenden Monaten dann pro Monat eine Tranche sozusagen abzuarbeiten, da einzusteigen. Damit würde man sich dann einen mittelfristig günstigen Kurs sichern für eine langfristige Anlage. Es muss ja nicht immer nur mit Hebel sein, wir haben momentan genügend Schwankungen im Markt drin, dass man da vielleicht mit etwas weniger Hebel arbeitet. Und für die Langfristanlage gibt es ja dann auch entsprechende Zertifikate, die dann eben ungehebelt sind, die man dann eben nehmen kann. Also wie gesagt, zusammenfassend, es sieht momentan nach einer technischen Erholung nach oben aus. Die könnte theoretisch sogar bis in den weit in den April reinreichen. Und im Anschluss ist dann doch wieder mit einer Schwächetendenz zu rechnen. Und deswegen ist der Zeitpunkt, um jetzt auf der Long-Seite anzusteigen, noch etwas verfrüht. Für unsere Short-Position, die wir haben, heißt es dranbleiben und da einfach zuschauen, wie der Markt eben weiter nach unten abtauchen wird. Ja, den Stoppkurs, der würde sich jetzt vielleicht irgendwo mal anbieten auf, naja, so 14.300 Punkte. Könnte man den nachziehen, dann hätte man zumindest den Gewinn besser abgesichert. Und wenn es dann eben weiter nach unten geht, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns dann wiedersehen, jetzt muss ich gerade mal gucken, da haben wir eine kleine Pause, da sehen wir uns erst wieder im Mai. Und ja gut, bis dahin sollte dann auch dieser positive Abschnitt eben aus der Saisonalität dann abgefeiert sein und dann können wir mal schauen, wie es dann eben bis dahin aussieht. Soweit
von meiner Seite aus mit dem DAX und dann übergebe ich an den Ingmar jetzt nochmal. Ich denke an den Markus, damit er die Produkte raussuchen kann. Yep, perfekt. Also, wir hatten ja gesagt, ich hatte jetzt ursprünglich jetzt nur was rausgesucht für NatGas, ne? Was anderes hatte Ach ich noch so, nicht rausgesucht. okay. Vielleicht, will, Genau. vielleicht willst du dann nochmal schauen, irgendwann, ob du auf unserer Seite was findest und direkt dazu was sagst. Ich hätte jetzt NatGas im Petto, was wir nachher noch ansprechen. Soll ich Okay, kein direkt? Problem. Dann würde ich sagen, dann lass uns lieber direkt zu der nächsten Analyse kommen. Da mache ich weiter, Hm? weil dann können wir da zeigen, wie man das mit den Produkten macht. Also du kannst dann zeigen. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit noch, den einen oder anderen weiteren Wert zu besprechen. Alles klar. Genau, Super, denke ich. Wir können dann. es ja nachher nochmal machen. Okay. Genau, dann gucken wir uns einen weiteren Wert an, Natural Gas. Da hatten wir gesagt, dass wir auch eine klare Strategie vorstellen möchten. Und bei Natural Gas, also bei Erdgas, könnte es durchaus jetzt für die Longseite interessant sein. Ich werde zunächst die verschiedenen Vorfilter wieder aufzeigen und der Stefan geht dann auch wieder auf die charttechnische Situation ein. Also rein von der Saisonalität her sehen wir jetzt, dass wir in einem positiven Umfeld sind. Januar, Februar waren zwei negative Monate, rein saisonal betrachtet. Jetzt aber kommt eine sehr starke saisonale Phase mit dem März, dem April, dem Mai und dem Juni. Also Vorfilter, Saisonalität zeigt schon mal an, dass die Long-Seite zu favorisieren ist. Wenn wir als nächstes dann auf die COT-Daten schauen, also auf den Commitments of Traders Report, dann können wir uns hier unten blau wieder die Netto-Positionierung der Commercials anschauen und hier oben in schwarz, das ist der Preis von Erdgas. Und wir sehen eben, dass die Commercials auf keinem Extremniveau sind mit ihrer Netto-Positionierung, aber dass sie schon deutlich netto-long positioniert sind momentan. Und wenn man einfach mal in der Vergangenheit schaut, was so passiert ist, wenn die Commercials ungefähr 100.000 Kontrakte long hatten bei Natural Gas, dann kann man vielleicht daraus einen gewissen Schluss ziehen, wie es auch dieses Mal laufen könnte. Das war zum Beispiel hier der Fall Mitte 2021. Da waren wir ungefähr auf diesem Niveau, wo wir jetzt auch stehen, bei ungefähr 100.000 Kontrakten. Was danach passiert, der Natural Gas Preis konnte deutlich anziehen. Das war hier der Fall 2018, was danach passiert, Natural Gas Preis konnte anziehen. Auch hier natürlich, sei dazu gesagt, ist es auch immer wieder der Fall gewesen und hier kann man ja, ich fahre jetzt einfach das Ganze mal ab, mal sehen, dass es zumindest kurzfristig immer wieder mal zu kurzen Anstiegen kam. Natürlich nicht immer. Hier zum Beispiel mal ein Negativbeispiel, da waren wir auch ungefähr bei 100.000 Kontrakten, aber der Natural Gas Preis ist zunächst weiter gefallen. Also es ist natürlich keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze passiert. Aber wenn wir jetzt mal weiterschauen, 2018, das hatten wir eben schon, da waren aber mehrere Phasen, wo wir bei dieser Kontraktanzahl waren. Anfang 2018 noch, danach konnte der Natural Gas Preis ansteigen, auch hier Ende 2017, danach gab es einen kleinen Anstieg. Also wir sind hier auf jeden Fall jetzt auf einem Niveau, wo es durchaus für die Long-Seite interessant ist. Und es sei immer wieder dazu gesagt, es geht nicht darum, nur einen Vorfilter sich anzugucken und dann zu sagen, naja, wie war es in der Vergangenheit? Dann sage ich jetzt einfach, ich kaufe, sondern wir versuchen ja verschiedene Vorfilter zu kombinieren und wir nutzen noch weitere. Wir zeigen hier immer die drei auf, Sentiment, Saisonalität und COT-Daten. Aber wir haben natürlich noch weitere Vorfilter und wenn wir dann entsprechende Vorgabe haben, dass wir sagen, wir wollen aufgrund der Vorfilter uns eher long oder short positionieren, dann nutzen wir im nächsten Schritt natürlich noch die Charttechnik, um möglichst ein besseres Timing hinzubekommen und ein Trading-Setup herzuleiten. Also nochmal ganz kurz, Saisonalität ist jetzt schon long, COT-Daten zeigen meiner Meinung nach auch an, dass die Long-Seite jetzt interessant ist und von dem Sentiment muss man sagen, sind wir in einem leicht bullischen Szenario. Da könnte es eher kurzfristig nochmal zu einem kleinen Rücksetzer kommen. Aber das spricht jetzt nicht wirklich dagegen. Wir sind noch in keinem Extrembereich. Wenn wir jetzt hier in der Region 70 bis 80 wären, dann würde ich sagen, Achtung mit einem Long. Wir sind hier extrem bullig bei den Marktteilnehmern. Das könnte nochmal eher einen Rücksetzer geben. Aber da wir in so einem neutral bis leicht bullischen Sentiment sind, finde ich es noch ganz okay, würde aber kurzfristig dagegen sprechen. Aber wenn ich mir jetzt die Vorfilter übergeordnet anschaue mit den anderen beiden, mit der Saisonalität, die jetzt sehr, sehr stark ist und eben den COT-Daten, dann ist meiner Meinung nach der Natural Gas Preis jetzt auf der Long-Seite zu handeln. Und Stefan, ich habe es eben schon angekündigt, du wirst dann jetzt wieder die charttechnische Betrachtung übernehmen und ein entsprechendes Trading-Setup herleiten. Genau, das werde ich tun. Ich gehe allerdings zunächst nochmal auf die eine Frage ein, die der Martin gestellt hat, wie es mit Rubelpapieren aussieht.
die ja im Prinzip ja sehr stark verbrügelt worden sind und ob es da eben eine Einstiegsmöglichkeit gibt oder ob die sinnvoll wäre. Das Problem ist, der russische Aktienmarkt ist ja geschlossen und der wird auch bis auf Weiteres geschlossen bleiben, denn das Problem dahinter ist, dass der Rubel ja im freien Fall ist und die russische Notenbank müsste, um den Rubel zu stützen, entsprechend Stützungskäufe tätigen. Problem ist, dass das Vermögen der russischen Nationalbank auch teilweise im Ausland liegt, zum großen Teil, und es eben eingefroren ist. Und insofern kann die russische Nationalbank da eben nicht agieren, kann da nicht Stützungskäufe machen. Und da hat man sich eben dann dazu entschlossen, den russischen Markt einfach geschlossen zu lassen. Und insofern lassen sich da natürlich auch keine Papiere handeln. Und wäre ja momentan auch wirklich hochriskant, da irgendwas zu tun, jenseits von irgendwelchen fundamentalen Bewertungen. Deswegen, ja, es verbietet sich eben schon alleine deswegen, weil der Markt geschlossen ist. Zu Natural Gas, genau, Ingmar hat es schon erwähnt, wir haben da von der Saisonalität einen positiven Abschnitt drin. Die Richtung zeigt auch nach oben, allerdings interessanterweise ist der Gaspreis nicht ganz so explodiert, wie das eben beim Ölpreis der Fall war. Allerdings bewegt es sich dennoch weiter nach oben, sieht man hier oben in der täglichen Ebene. Da haben wir so einen, ja, kurzfristigen Aufwärtstrendkanal, der ist nicht ganz so gut getestet und aussagekräftig. Allerdings, was man durchaus sehen kann, ist, dass wir hier im Bereich um, ja, so 4,20 haben wir so eine kleine Unterstützung drin. Wir haben steigende Tiefpunkte im Chart drin. Das heißt, wir sind per Definition in einem Aufwärtstrend drin. Und wenn eben diese Region um 4,20 unterschritten werden würde, dann hätten wir eben eine Trendwende drin, dieses kurzfristigen Aufwärtstrends. Und dann wäre eben mit einer weiteren Korrektur zu rechnen. Soweit zunächst von der technischen Seite. Also wie gesagt, da zeigt der Trend intakt nach oben. Wenn wir hier unten auf die Wochenbasis gehen, hier unten links, dann sieht man, wir waren Ende des vergangenen Jahres dann schon in einem sehr überhitzten Bereich, haben das Ganze jetzt eben korrigiert. Jetzt sind wir hier aktuell wieder auf einem neutralen Boden und insofern würde dem jetzt, also da wäre kein Widerspruch drin, wenn eben der Gaspreis jetzt erstmal weiter nach oben steigt. Und von der langfristigen Betrachtung sind wir ohnehin auf dem Weg nach oben. Da haben wir eben so einen, ja, mittel- bis langfristigen Aufwärtstrendkanal, der sehr steil ist. Da wird es jetzt eben spannend, wenn wir da in der Region hier am Hoch, was wir hatten im, jetzt muss ich gucken, Dezember war das, nein, November war es, wenn wir da eben über die 6,70 drüber gehen, dann würde sich weiteres Erholungspotenzial anschließen. Von der fundamentalen Seite ist es eben so, ist der Kurs ist politisch getrieben oder belastet, wenn man so möchte. Und wir haben eben die Situation, dass Deutschland von Russland weiterhin Gas bezieht, um eben die deutsche Wirtschaft auch am Laufen zu behalten. Da ist momentan nichts Gegenteiliges bekannt. Jetzt gibt es die Diskussion, sollte Deutschland vielleicht den Bezug beenden oder besteht die Gefahr, dass Russland eben den Bezug beendet? In jedem Fall wären es in beiden Richtungen sehr starke, mit sehr starken wirtschaftlichen Schäden verbunden, wenn eben dieser Gasfluss endet. Und ich sage das einfach mal ganz ohne Wertung, wie eben die Tatsachen sind. Und wenn das wirklich so wäre, dann ist davon auszugehen, dass der Gaspreis ja sehr deutlich nach oben schießt. Ich sehe es momentan allerdings nicht, dass das in absehbarer Zukunft passieren wird, dass eben dieser Gasfluss von Russland nach Deutschland unterbunden wird, sondern man wird auf deutscher Seite versuchen, dass man da sukzessive rauskommt, jetzt vor allem über die Sommermonate, wo dann eben der Gasverbrauch nicht mehr ganz so hoch ist. Und ja, tendenziell zeigt der Kurs weiter nach oben, aber wie gesagt, dieses Extremszenario sehe ich momentan nicht. Vom Trading Setup haben wir natürlich auch eins entworfen. Wir sind aktuell bei 4,672 US-Dollar und ich habe hier ein Limit reingemacht mit 4,7, das heißt etwa auf aktuellem Niveau. Dann machen wir mal hier den Tageschart etwas größer, dass man es besser erkennen kann.
Wie gesagt, hier so auf aktuellem Niveau wäre der Einstieg Limit 4,7, der Stoppkurs dann bei 4,25 und damit eben knapp unter dem letzten markanten Zwischentief. Und nach oben hin haben wir die Kursziele, die 5,2, 5,3, die letzten Zwischenhochs. Dann kommen wir auch schon relativ schnell in Bereich 5,5 bis hin 6,25, 6,50, wo eben das Hoch des vergangenen Jahres war. Das wären dann die Ziele nach oben hin, was dann in den nächsten Monaten so möglich wäre. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass sich der Preis tendenziell weiter verteuern wird. Allerdings rechne ich nicht mit einer Art Kursexplosion aufgrund von einer Einstellung des Gasflusses aus Russland. Soweit von meiner Seite. Das Trading Setup, ich wiederhole es nochmal, bevor ich an den Markus übergebe. Einstieg haben wir gesagt, Limit 4,70 auf aktuellem Niveau, der Stoppkurs. Das können wir uns nochmal im Stundenchart etwas näher anschauen. Da haben wir die 4, ja, 4,34, 4,35. Da haben wir hier nochmal die 4,30 im Februar gehabt. Und wie gesagt, der Stoppkurs dann darunter bei 4,25. Dann eben knapp unter den letzten Tiefs und die Ziele 5,20, 5,30 beziehungsweise 5,50 und dann im weiteren Verlauf bis hin zum Hoch vom vergangenen Jahr bei 6,50. Soweit von meiner Seite und damit übergebe ich an den Markus. Ja, sehr gut. Und deswegen hole ich mir jetzt nochmal den Bildschirm zurück und ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet und zeige dann gleich mal, was am Ende für Produkte rauskommen. Und hier Fokus auf Endlos-Turbos, wenn man diese Marken eingibt. Und ich schaue ganz kurz mal, ob hier die. Seht ihr schon meinen Bildschirm? Ja, wahrscheinlich schon, gell? Ja, der müsste da sein. Ja, sehe ich jetzt auch. Okay, und wenn ich jetzt mit meinem Cursor mal schaue. Hier oben grafisch kann man sehr, sehr gut erkennen. Ich habe jetzt die entsprechenden Parameter eingegeben. Jetzt hier unten im mittleren Feld ist die Parametereingabe möglich. Einstieg 4,7. Kursziel habe ich jetzt die 5,50 eingetragen. Da gab es noch einen höheren Wert vom Stefan und wir haben ja hier ein Endlos-Turbo Long und man könnte natürlich hier auch 6 Euro, 6,50 € dann eingeben. Stop-Loss 4,26 habe ich ja eingegeben, dass ich dann unten auch noch das ein oder andere Produkt mehr dabei habe. 10% Puffer. Und was man hier sehr, sehr schön sieht hier oben ist, dass es ja eine Long-Strategie ist, wo wir uns aktuell befinden, ist die blaue horizontale Linie bei knapp 4,70 Dollar fürs Natural Gas Henry Hub. Die Sorte und 5,50 wäre das Kursziel hier in grün und rot. Da würde dann in der Ecke der Stop-Loss liegen bei 4,25, 4,26. Und dann passiert Folgendes. Dann sehen wir hier unten die entsprechenden Produkte im unteren Drittel. Hier nochmal Passner Endlos Turbo von uns Long. Und hier würden wir sehen, naja, die 4,25 ist aktuell da am nächsten dran mit der entsprechenden WKN. Gehen wir eine runter, dann hätten wir hier die 4,20. Also sind ein bisschen ja, tiefer und haben dann auch einen geringeren Hebel. Wir sehen ja hier, je weiter wir weg von kommen und Puffer haben, desto kleiner wird dann auch in dieser Spalte der Hebel. Das sind die entsprechenden Geldbriefkurse und wo man einsteigen würde, wo der Schein notieren würde, wenn wir jetzt hier bei den 4,70 wären. Genau, und da sind wir ja eigentlich auch genau. So, dann hat man die Möglichkeit, hier hinten das Produkt zu kaufen und ja, ihr könnt letztendlich hier ein bisschen mit rumspielen. Man kann hier unter Basiswert entsprechend dann eben die Suche eingeben und gibt einfach Net Gas ein oder Gas und dann findet man auch schon, ich zeige es nochmal ganz kurz, wenn ich jetzt hier oben Net eingebe, kommt schon automatisch hier der Gas Future Henry Hub Natural Gas und ja, habe ich alles schon vorab eingestellt. Was ich euch auch noch mal ganz kurz zeigen wollte, ich habe parallel dazu auf der Internetseite von uns nachgeschaut. Hier habe ich eingegeben Rohstoffe, Natural Gas Future, Hebelprodukte, Endless Turbos, also dieselben Produkte, Long. Und hier habe ich schon mal einen Haken dran gemacht, um das Produkt wiederzufinden. Da wären wir hier bei knapp 4,25, eine Knockout-Schwelle, Hebel 9,22. Und wenn ihr da reinklickt, da kriegt ihr noch mehrere Informationen. Eigentlich steht schon sehr, sehr viel in der Überschrift drin. Open End, hier das Knockout Level, welcher Basiswert, welches Produkt. Habt einen Chart hier unten, habt entsprechend dann auch noch Dokumente und die ganzen Stammdaten.
Insofern, ich poste jetzt nochmal für die Neulinge gleich hier unseren Link vom Guidance Desktop, mit dem ihr relativ schnell Endostopus finden könnt und nur die Parameter hier eingeben müsst und auch ein bisschen rumspielen könnt. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Gebt wieder ab und gucken mal, wie wir weiter im Programm machen. Wir haben jetzt 19:40 Uhr, das nur kurz am Rande. Genau, ich zeige jetzt kurz noch eine Strategie auf Kakao, die ich momentan interessant finde, und dann kann der Stefan übernehmen und noch den ein oder anderen Einzelwert besprechen, der hier momentan gefragt wurde. Also bei Kakao meiner Meinung nach aktuell für die Shortseite interessant. Warum? Wir schauen uns auch hier die verschiedenen Vorfilter an. Zunächst einmal die Saisonalität. Die zeigt jetzt für den Kakaopreis für den März bis in den Mai hinein ganz klar abwärts. Kann man, glaube ich, hier wunderbar erkennen, wie diese blaue Kurve sich hier nach unten entwickelt. Also saisonal. Ganz klar Kakao Short. Dann der zweite Vorfilter, die COT-Daten wieder. Da sehen wir auch, dass wir zwar auf keinem Extremniveau sind. Das wäre jetzt der Fall, wenn wir bei minus 100.000, minus 125.000 Kontrakten in etwa wären. Dann wären wir da auf einem Extremniveau. Aber wir sind zumindest deutlich netto Short positioniert. Also nicht wir, sondern die Commercials sind deutlich netto Short positioniert und auch in dieser Situation macht es durchaus Sinn, mal zu schauen, was denn in der Vergangenheit passiert ist, wenn die Commercials eine Nettoposition von minus 50.000 Kontrakten etwa hatten. Das war hier Ende 2021 der Fall. Danach kam Kakao etwas unter Druck. Hier Anfang 2021, danach kam Kakao unter Druck. Hier kam danach Kakao unter Druck. Also man kann die Situation sich im Nachgang gerne mal anschauen. Das ist jetzt schon ein Niveau, wo man sagen kann, dass es durchaus jetzt interessant sein könnte, auch von den COT-Daten die Shortseite mal ins Auge zu fassen. Also haben wir jetzt schon den zweiten Vorfilter neben der Saisonalität, der eben aufzeigt, Kakao ist eher die Shortseite zu favorisieren. Vom Sentiment her muss man sagen, sind wir auf komplett neutralem Niveau. Da sind wir bei 50, also genau in der Mitte, also komplett neutral. Das ist aber auch nicht schlimm. Es spricht nicht dagegen, dass man sich jetzt short positioniert. Auch hier wäre es wieder der Fall, wenn wir eben ein extrem pessimistisches Sentiment jetzt hätten, dass wir irgendwo in dieser Region 10 bis 20 notieren würden, dann wäre ich vorsichtig mit einer Short-Positionierung, denn das würde als Kontraindikator ja anzeigen, dass die Long-Seite zu favorisieren ist. Aber da wir auf neutralem Niveau uns befinden, spricht das zumindest jetzt nicht dagegen, dass wir uns hier short positionieren. Es spricht leider auch nicht dafür. Schön wäre es natürlich, wenn das Sentiment hier sehr bullig wäre, so in der Region 70 bis 80. Dann würde das die Aussage nochmal unterstützen als Vorfilter mit dem Sentiment. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Und ich habe es ja schon öfter gesagt, es wird nicht immer der Fall sein, dass wir alle drei Vorfilter hier, die wir aufzeigen, dieselbe Richtung anzeigen, sondern es geht darum, sich die verschiedenen Vorfilter anzuschauen und dann ein Bild zu bekommen, wohin der Markt mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit laufen könnte. Also COT-Daten meiner Meinung nach eher short zu werten, Saisonalität ganz klar jetzt short zu werten, Sentiment ist neutral. Also insgesamt heißt das für mich, man müsste hier bei Kakao die Short-Seite handeln. Ich habe auch schon Short-Positionen aufgebaut. Das sage ich direkt dazu bei meinen Trading Services. Aber wir gucken uns jetzt mal die charttechnische Situation noch an. Und da sieht man eben, dass wir in dieser Region, das hier übrigens der Kakao Future, in der Region um 2700 einen deutlichen Widerstandsbereich haben, bis teilweise 2790 und später sogar 1840. Da ist der Kakaopreis immer wieder nach unten abgeprallt. Aber gerade so die Region hier 2700 bis 2720, das ist ein massiver Widerstandsbereich. Da sind wir hier schon im August 2021 nach unten weggeprallt. Dann nochmal im September, dann einmal kurz drüber gestiegen, aber auch wieder abgeprallt. Dann hier 2022 auch schon einmal abgeprallt. Also zuletzt jetzt auch wieder rangelaufen, wieder nach unten weggelaufen. Also das spricht meiner Meinung nach ganz klar dafür, dass die Short-Seite hier zu handeln ist. Und über die Charttechnik lässt sich eben dieses Trading-Setup herleiten. Wenn man einen engen Stop setzen möchte, dann würde ich das knapp oberhalb dieses Hochs hier machen, knapp oberhalb von 2720 in etwa. Ich würde aber dazu tendieren, dem Markt sogar etwas mehr Spielraum zu geben, eventuell sogar dann bis über die Marke von 2840, 2850, damit man nicht eben alle Nase lang rausfliegt, sollte der Kakaopreis jetzt nochmal etwas ansteigen. Ich habe gerade eben schon mal geschaut, wie man hier oder dass man hier auch entsprechende Produkte raussuchen kann. Markus hat es ja eben aufgezeigt, wie man über die Seite geht. Man klickt über Produkte. Ich habe dann Endlos-Turbos ausgewählt, Rohstoffe, Kakao-Future, Hebelprodukte, Endlos-Turbos, habe ich gerade schon gesagt, die Short-Seite zu favorisieren. Und dann kann man im nächsten Schritt hier entsprechend nach Hebel sortieren.
Und mein Ratschlag wäre es ohnehin, den Hebel klein zu wählen. Es werden auch größere Hebel angeboten, aber ich würde vorschlagen, den Hebel dann eher so in der Region 2,5 bis vielleicht 2,93 zu wählen, damit man das Risiko klein hält. Denn die Vorfilter zeigen an, dass die Shortseite zu favorisieren ist, aber wir sind in hochvolatilen Phasen. Also muss man dem Markt auch etwas Luft geben, sich zu entfalten. Und das kann man nur machen, wenn man die Einsatzhöhe klein hält und nicht direkt hektisch wird, wenn es mal gegen einen läuft. Und natürlich den Hebel klein wählt. Ansonsten fliegt man ja ohnehin direkt wieder raus, weil man ausgenockt wird oder ausgestoppt wird oder sonstiges. Deshalb lieber vielleicht dieses Produkt mit einem Hebel von 2,92. Das erscheint ja dann ganz sinnvoll zu sein, wenn man es jetzt mal im Nachgang anschauen möchte. Das soll es dann jetzt von meiner Seite gewesen sein mit dem Kakaopreis. Und jetzt kannst du Gas geben, Stefan. So, jawohl. Und dann hole ich mir schnell noch den Bildschirm zurück und beginne zunächst mit den chinesischen Titeln. Da kamen Fragen dazu, wie es da aussieht. Die sind ja in den letzten Tagen sehr deutlich eingebrochen. Da hatten wir eine Alibaba auf der einen Seite, gab es am 24. Februar Zahlen, die waren nicht mal schlecht. Wir hatten vorher eine Seitwärtsbewegung bei einer Alibaba drin und da sind wir jetzt nach unten ausgebrochen und mehr oder weniger im freien Fall. Da hat bislang keine Unterstützung gehalten. Das gleiche Phänomen haben wir auch bei anderen chinesischen Aktien. Da ist momentan Druck drauf. Die möchte anscheinend niemand haben. Ich kann mir da vorstellen, dass dann Hintergrund auch ist, dass es mit den Sanktionen in Russland oder von Seiten der USA gegen Russland, dass es da auch Reibungspunkte mit China gibt. Und die USA hat ja China schon gewarnt, da eben nicht in die Lücke einzuspringen, die sich damit öffnet. Und wie gesagt, da dürften die chinesischen Titel auch drunter leiden. Da habe ich jetzt beispielsweise hier nochmal eine Tencent. Auch da geht steil nach unten. Wir hatten bei der Tencent vorher so eine Art Keilformation hier drin. Da ist der Kurs nach unten ausgebrochen, hat nicht mal noch eine technische Gegenreaktion, eine Pullback-Reaktion vollzogen, sondern ist wirklich komplett eingebrochen. Aktuell sind wir in der Unterstützungszone hier im Bereich um 40 US-Dollar. Und da bleibt jetzt erstmal zu hoffen, dass da diese Unterstützung hält und dass wir da vielleicht eine kleine technische Gegenreaktion nach oben sehen, eine kleine Stabilisierung. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass mittelfristig der Kurs da auch da weiter nach unten zeigen wird. Und was haben wir da noch? Eine Build Your Dream beispielsweise. Die hat sich lange recht hoch gehalten. Dann ging es so ein bisschen nach unten. Und jetzt seit ein paar Tagen, seit wir hier unter die 26 US-Dollar-Marke gefallen sind, ja, da ist auch der Titel mehr oder weniger im freien Fall. Jetzt sind wir aktuell bei knapp 122 US-Dollar. Nächstes Ziel wäre hier das Tief vom vergangenen Sommer im Bereich um 18 Dollar, das dann eben erreicht werden sollte, wenn die Richtung hier weiter nach unten anhält. Und auch eine Baidu, die können wir jetzt auch noch mit reinnehmen. Gleiches in Rot oder Grün, wenn man so möchte. Auch da ist wahnsinniger Verkaufsdruck drauf. Die ist heute, konnte sich zwar ein Stück weit erholen, aber die wird auch insgesamt dem Trend der chinesischen Titel weiter nach unten folgen, wenn wir da unter die Region von rund 82, 40 drunter fallen. Da sind Tiefpunkte gewesen in den letzten Jahren. Und dann haben wir auch da eine obere Trendwende. Und dann gibt es da auch weiteres ordentliches Abwärtspotenzial. Also wie gesagt, die chinesischen Aktien insgesamt sehen da nicht so gut aus. Eine JD.com wollte ich auch noch mit reinnehmen. Da kam auch noch eine Frage dazu. Auch die wahnsinnig nach unten. Und ja, auch da keine Unterstützung, die wirklich diesem Verkaufsdruck standgehalten hat. Wir haben jetzt zumindest zum Wochenauftakt jetzt nicht mehr ganz so eine große Schwankungsbreite innerhalb des Tages drin gehabt. Das spricht so ein kleines bisschen dafür, dass sich der Kurs zumindest kurzfristig mal stabilisieren könnte. Allerdings gehe ich davon aus, dass nach der kleinen Pause dann weiterer Verkaufsdruck reinkommt und dass wir da das Tief in dem Jahr noch nicht gesehen haben. Und wenn wir eine Alibaba haben, dann gucken wir uns auch nochmal eine Amazon an als Vergleich sozusagen mit dem Online-Händler im Westen. Wir haben
Deine Amazon ist sehr ausgeprägte Seitwärtsbewegung gehabt. Da war auf der Unterseite hier bei 2900 war eine Unterstützung drin. Die hatten wir jetzt nach dem Jahreswechsel dann wirklich unterschritten, sind dann nochmal drüber, haben dann so die Region um 3300 nochmal als Widerstand bestätigt. Jetzt wieder nach unten, das Tief hier im Bereich 2700 haben wir nochmal getestet und jetzt wird es eben spannend, wenn wir da nochmal drunter fallen und dann wäre diese ganze Bewegung der vergangenen Monate als obere Trendwende zu verstehen und dann ergibt sich weiteres Korrekturpotenzial und da sind wir dann auch relativ schnell hier im Bereich 2200 US-Dollar, was dann da eben möglich wäre. Also da wird es interessant, den Titel so ein bisschen mal auf der Beobachtungsliste zu lassen. Da aber auch nochmal der Hinweis auf die Saisonalität, habe ich ja schon erklärt, so in, ja, Ende März bis Ende April haben wir normalerweise von der Saisonalität immer einen Aufwärtsimpuls drin. Der könnte sich auch dieses Mal bei einer Amazon zeigen. Wir haben hier die fallenden Tiefpunkte drin in Verbindung mit steigenden Tiefpunkten bei der beim MRCD auf der täglichen Basis. Das Ganze nennt sich negative Divergenz und deutet darauf hin, Entschuldigung, positive Divergenz deutet darauf hin, dass hier eben eine weitere Erholung möglich wäre. Und da wird es dann eben spannend. 3,1, 3,3, das sind so die Widerstände nach oben, die dann nochmal getestet werden könnten. Und wie gesagt, wenn dann eben so eine Widerstandszone markiert wird, da würde sich dann auch eine Short-Position anbieten, wenn es dann eben vom Zyklus her besser passt. Da sind wir momentan vielleicht etwas zu früh oder etwas zu spät dran. Bietet sich auf jeden Fall erstmal an, das Ganze zu beobachten und zu schauen, ob da eben in den nächsten 2, 3, 4 Wochen da entsprechende weitere Signale auftreten. Dann ist gefragt worden, eine Microsoft, ja, wir haben es bei den amerikanischen Aktien, haben wir sehr viele Titel, die über Jahre sehr, sehr, sehr gut performt haben. Das sieht man hier unten bei der Microsoft eben nach der Finanzkrise. Seitdem geht es hier fast wie an der Schnur gezogen nach oben. Und jetzt haben wir eben zuletzt hier Anzeichen von Schwäche drin. Wir haben hier auch auf der monatlichen Ebene, man sieht es hier, der Kurs ist dann doch langfristig schon etwas in eine Überhitzung reingelaufen. Und da haben wir jetzt auch ein erstes Trendwendesignal auf der monatlichen Ebene wohlbemerkt. Das bedeutet, da haben wir einen Ausblick auf die nächsten Monate, beziehungsweise wenn man sich hier mal anschaut, das sind 2 Jahre gewesen. Insofern habe ich da durchaus einen Prognosezeitraum von 1, 2 Jahren ohne Probleme. Wo es dann tendenziell eher nach unten gehen könnte, damit sind wir beim Stichwort Bärenmarkt, den viele Marktteilnehmer noch nicht so richtig miterlebt haben. Das letzte Mal hatten wir mit der Finanzkrise eine Abschwächung im Jahr 2008, wo es dann über Monate ging. Und seitdem gab es eben keinen richtigen Bärenmarkt mehr. Wir hatten mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hatten wir da, sieht man hier auch in der Microsoft-Aktie, eine etwas größere Schwankung drin innerhalb von ein paar Wochen. Und das war es dann schon. Und das heißt, die Anleger, die in den letzten Jahren zum Markt dazugestoßen sind, die haben eben gelernt, in Kurzschwäche gleich reinkaufen. Kann man nichts verkehrt machen. Und 3 Wochen später steht der Kurs eh dann wieder über dem Niveau. Das könnte sich mittlerweile als Fehler erweisen. Wie gesagt, aufgrund des Kriegs in der Ukraine, aufgrund der Sanktionen, aufgrund der Einbußen, die dann die Unternehmen auch damit haben, gehe ich davon aus, dass wir durchaus einen Bärenmarkt über viele Monate bekommen können. Und von der Microsoft her, wir sind jetzt, sieht man in der Wochenebene hier schon ein ganzes Stück zurückgekommen vom Hoch. Und da wäre auch im Bereich hier 270 ungefähr, wäre eine technische Gegenbewegung nach oben denkbar, was eben dann auch wieder zu dieser Saisonalität vom April passen würde, aber insgesamt zeigt die Richtung weiter nach unten und da ist eben die nächste Unterstützung im Bereich um 230 US-Dollar und wenn ich mir das hier im Monatschart anschaue, dann ist es im Prinzip fast gar nichts im Vergleich zu dem, wie eben der Kurs hier in den letzten Jahren performt hat. Da ist eine
Ein Rücksetzer, der sich trotzdem über Monate ziehen könnte. Also wie gesagt, hier erstmal abwarten. Ohnehin am Aktienmarkt sind die Schwankungen so dermaßen hoch, dass es weder auf der Long- noch auf der Short-Seite momentan besonders Sinn macht, sich zu positionieren. Es sei denn, man hat die Möglichkeit, da wirklich innerhalb von ein paar Minuten rein und raus zu gehen. Mehr darüber hinaus, da wäre das Risiko einfach zu groß aktuell. Dann haben wir als Frage, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, Tencent, hatten wir eine Facebook? Die können wir auch gleich mit reinnehmen. Die jetzt Meta Platforms heißt, die hat im Vorfeld schon abgegeben, da gab es schwache Zahlen, gab es einen schwachen Ausblick. Der Chef, der Mark Zuckerberg, hat darauf hingewiesen, auf die starke Konkurrenz, die es eben aus Asien gibt, mit TikTok beispielsweise. Das kam gar nicht gut bei den Anlegern an. Da gab es eine große Kurslücke nach unten und jetzt hat sich zuletzt der Titel im Bereich um 190 US-Dollar stabilisiert. Auch da sieht man, aufgrund der Bewegung, die wir zuletzt hatten, sind wir mittlerweile hier klar im negativen Bereich beim MRCD auf der wöchentlichen Basis angelangt. Heißt, auch da sind wir anfällig für eine technische Gegenreaktion nach oben. Wann die letztendlich stattfinden wird, lässt sich so erstmal nicht bestimmen. Es ist nur eben ein Anzeichen dafür da, dass wir sehr, sehr stark nach unten überhitzt runtergefallen sind und dass da eben die Wahrscheinlichkeit von der Gegenreaktion groß ist. Kann natürlich sein, dass der Titel vorher noch ein ordentliches Stück an Wert abgibt. Kann auch sein, dass wir jetzt an der Marke, an der Unterstützung hier 189 dann nach oben drehen und da die Saisonalität im April mitnehmen, um uns dann ein Stück weit zu erholen. Dennoch, ja, bin ich bei einer Facebook oder bei einer Meta-Plattforms ja, kurzfristig eher skeptisch. Ich glaube, dass da auch nach einer kleinen Erholung noch weiteres Abwärtspotenzial vorhanden sein könnte. Und dann haben wir, ja genau, dann haben wir noch das Problem aktuell. Ich glaube, ab heute herrscht eine Sperre bei Instagram in Russland und da haben sich verschiedene Influencer dann schon tränenreich darüber ausgelassen, dass ihnen da die Lebensgrundlage entzogen wird. Ja, die haben es so ein bisschen nicht ganz verstanden, dass da vielleicht auch ein Krieg der Hintergrund ist, wie dem auch sei. Das Ganze wirkt sich natürlich negativ dann auf das Geschäft aus von Meta-Plattforms. Auch da, wie gesagt, noch ein weiteres Argument, wieso es da eher schwierig ist. Dann haben wir die Titel, habe ich am Anfang schon angekündigt, die sich im Laufe der letzten Woche zurückgezogen haben aus Russland. Und lustigerweise ist die PayPal vorher schon sehr deutlich eingebrochen. Da haben wir bei rund 90 US-Dollar aktuell eine kleine Unterstützung drin. Kann sein, dass wir hier eine kleine Gegenbewegung nach oben bekommen. Ich gehe allerdings davon aus, aufgrund von dem aktuellen Chartbild, dass wir dann nach so einer kleinen Konsolidierung dann erneut abtauchen und dann nochmal so die Region hier 75 US-Dollar antesten werden. Ich gehe mal davon aus, dass ja, der Rückzug aus Russland jetzt bei PayPal jetzt nicht so extrem in die Parade reinfährt, wie es bei anderen Unternehmen der Fall ist. Entsprechend hat sich der Titel da auch relativ stabil gehalten. Wenn ich mir da eine Coca-Cola mal anschaue, ja, die haben sich da ein bisschen geziert und haben dann doch in der letzten Woche bekannt gegeben, dass man sich zurückzieht. Entsprechend ging es hier nach unten. Jetzt haben wir aktuell im Bereich um, ja, 57 US-Dollar haben wir hier so eine Unterstützung drin. Wenn die denn auch noch unterschritten wird, dann ergibt sich weiteres Korrekturpotenzial bis in den Bereich um 52 US-Dollar. Sieht man hier auch in der wöchentlichen Ebene sehr schön. Wie gesagt, wenn wir hier unter diese Unterstützung drunter fallen, wäre das nächste Ziel dann in diesem Bereich zu sehen. Dann haben wir eine McDonald's, die sich zurückgezogen hat. Da sieht man es natürlich sehr deutlich. Da gab es dann schon einen sehr großen Rücksetzer zuletzt, aber da sind wir natürlich dann auch mittlerweile in einem etwas überhitzten Bereich nach unten. Das heißt, der Titel ist auch da anfällig für eine Gegenbewegung nach oben. Aufgrund von dem schnellen Einbruch ergibt sich damit dann ja, die Situation, dass man lieber etwas abwarten sollte, mal wie sich der Kurs in den nächsten 2, 3, 4 Wochen bewegt. Und wenn es dann wieder
entsprechend starke Signale gibt, dann würde sich da eher eine Positionierung anbieten, aktuell lieber mal liegen lassen und als einer der letzten Werte, die sich zurückgezogen haben, eine Starbucks auch da. Man sieht es im Chartverlauf, an der Börse kommt es einfach nicht gut an, wenn man das Geschäft liegen lässt. Da ist eben der Markt sehr kaltherzig und das zeigt eben weiter nach unten. Da haben wir jetzt auch die 80 US-Dollar-Marke unterschritten. Die schlechten Zahlen, klar, die waren schlecht, aber die waren nicht der Auslöser letztendlich für diese extreme Talfahrt. Vor allem das, was wir hier im Laufe der letzten Tage gesehen haben, das ist dann schon ein sehr deutlicher Ausverkauf. Aber auch hier, wir haben es auf der einen Seite, egal, ob ich jetzt die Tages- oder die Wochenebene nehme, wir sind hier schon sehr deutlich, sehr rasch zurückgefallen. Auch da eben die Möglichkeit einer technischen Erholung. Deswegen auch da erstmal abwarten, erstmal zusehen, jetzt nicht besonders aktiv im Markt unterwegs sein, denn dazu sind die Schwankungen zu groß und die Signale zu dürftig. Der Trend zeigt weiterhin nach unten, allerdings, wie gesagt, mit der Möglichkeit einer saisonalen Gegenreaktion. Und wenn man sich da eben zu früh falsch positioniert und dann fliegt man genau in so einer Gegenbewegung dann raus und schaut dann der Bewegung, die man eigentlich erwartet hat, als unbeteiligt dazu, was natürlich doppelt schmerzhaft ist, weil man dann sogar noch einen Verlust realisiert hat. Deswegen, wie gesagt, erstmal gucken, bis sich das Ganze etwas eingependelt hat und welche Signale sich dann ergeben. Und naja, wenn man eben nichts macht, hat man auch nichts verloren. Das ist so die Strategie für die nächsten 3, 4 Wochen, wo man dann vielleicht einfach mal das Pulver etwas trockener hält. Soweit von meiner Seite zum Aktienmarkt. War etwas weniger heute. Wir haben heute ein bisschen mehr den Markt uns betrachtet aufgrund der Situation, die eben vorherrscht. Ich wünsche auf jeden Fall allen viel Erfolg an der Börse und übergebe an der Stelle jetzt dann nochmal an den Markus. Ja, vielen Dank, Stefan. Vielleicht schalten wir am Ende nochmal zum Endspurt die Kameras ein. Ja, es ist schwierig, so ein Webinar zu beenden oder ja, zu Ende zu bringen, gerade vor dem Hintergrund, dass hier mitten in Europa ein Krieg tobt. Und das ist natürlich extrem schwierig, dann auch immer auf Aktienkurse, auf Kapitalmärkte sich zu fokussieren, vor dem Hinterblick, dass einige Kilometer und nicht zu viele Kilometer entfernt Menschen, viele Menschen sterben. Es ist sehr traurig, es ist schwierig im Kopf auch einzuordnen. Sehr turbulent, wilde Phasen. Es gibt sicherlich da auch an den Kapitalmärkten, Aktienmärkten Chancen, aber auch, ich glaube, wie Stefan eben am Ende auch gesagt hat, starke Tendenzen, dass man weiter abrutscht. Also ich hätte auch nicht gedacht heute Nachmittag oder Vormittag, dass die chinesischen Werte so abrutschen. Das ist ja wirklich, wenn man dann mal reinschaut, ist ja wirklich ein Blutbad. Und es juckt natürlich dann immer bei solchen Titeln irgendwie im Finger da einzusteigen, aber wenn es dann teilweise 12, 18, 20% runtergeht an einem Tag, dann ist das wirklich schon ein Fass ohne Boden. Insofern vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart, dass ihr mal eure Sichtweise näher gebracht habt, die ganzen Informationen, die ihr Tag in, Tag aus mit denen ihr zu tun habt. Und ich habe auch gesehen, in der Fragebox wurden einige Punkte von euch auch beantwortet. Vielen lieben Dank. Ich muss das mir mal so ein bisschen hier rüberziehen. Ich gucke in die falsche Kamera. Ja, also ganz, ganz lieben Dank. Es bleibt spannend und ich glaube, wir hatten von jedem etwas dabei. Und ich wünsche unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen entspannten, schönen Abend dennoch und freue mich auf das nächste Webinar mit euch allen und auch mit euch. Wann hatten wir gesagt? Ich glaube, in den nächsten 3, 4 Wochen haben wir ja das nächste. Und ja, schließe somit das Webinar und sage Tschüss. Ja, und auch von uns natürlich vielen Dank. Und eins ist natürlich klar, weil eben mal einmal ein Kommentar kam zu dem Thema, dass man auch eigentlich nur hoffen kann, dass der Krieg endet. Ich glaube, da stimmen wir alle überein, dass das natürlich absolute Priorität hätte. Aber wir sind natürlich in diesem Webinar, um uns die Kapitalmärkte anzuschauen. Das hoffe ich, habt ihr dafür Verständnis. In diesem Sinne natürlich auch von uns einen schönen Abend noch, weiterhin gute Trades und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und dir natürlich auch noch einen schönen Abend, Markus. Bis dann, ciao. Dankeschön, macht's gut, tschüss.